Das scheint ja alles nicht zu funktionieren. Eine Tarantel. Können wir vielleicht die Tarantel irgendwie... Die Kapuze können wir nicht bewegen. Ich würde ja gerne die Kapuze über die Augen stülpen, die Tarantel klauen, in seinen Bademantel stopfen, aber es wird so nicht gehen. Vielleicht können wir ihm das Herz rausschneiden. Ich sehe, das können die deinen Mann sagen, aber dieses könnte... Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er... Toffee haben wir ja nicht. Ich würde mir gern Toffee geben. Vielleicht Spinnen die Pastete wäre auch schön. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Das mache ich. Aber ich bin verzweifelt und versuche irgendwie hier weiterzukommen. Bei diesen Rätseln. Vielleicht interessiert er sich für Scherben. Er braucht keine Welt voran. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hätte es wissen müssen. Tja, was hat's eigentlich mit der Kreuzertrasse da oben auf sich? Warum können wir da hin? Es gibt nur den Weg wieder runter. Es gibt keinen Grund, warum wir da hin können. Schade. Zur Rezeption? Vielleicht können wir die Rezeption ja jetzt nochmal anrufen, ganz kurz, solange der Robodoc da ist. Hier dieser Oppendoc, Oppenbot. Hallo! Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet die Zimmernummer? Jetzt müsste ich wissen, was der Cletus für eine Zimmernummer hat. Wir haben hier 5. 5139. Das sind nur ungerade Zahlen übrigens. Zimmer 13 gibt es übrigens gar nicht, obwohl er das erwähnt hat. Was hat der Cletus für eine Zimmernummer? Wir haben die 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pff. 1, 2, 3, 4, 5. Aber aus den Dingern werde ich eh nicht schlau. Ja, schnarch doch ab, Rufus. Ich gucke ja gerade, was los ist. Feuerlöscher kann man ja nicht klauen, ne? Hui, so viele lustige Pfeile. Wenn ich mal wüsste, welches Zimmer das hier ist. Die Mutter hat das Schlüsselbrett, hält das Schlüsselbrett an der Rezeption, aber mit der Mutter kommen wir gerade nicht voran. Ich müsste auf gut Glück, wenn wir hier 5 machen, wenn wir hier 5 haben, müsste das wahrscheinlich die 3 sein. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Hallo, 3. Zimmer 3. Endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Auf jeden Fall... Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Auf jeden Fall! Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, das sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist eine gute Frage. Die Nieren. Die Wäsche. Ja, die Wäsche bräuchten wir und auf jeden Fall das hier. Ich würde dann gerne die Nieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Okay, die Nieren, den Assistenten hätte ich gerne mal gesprochen, aber die Wäsche muss ja auch fertig werden. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das
das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, Assistenten machen wir später. Auf jeden Fall, ja, das wäre schön. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Das ist auf jeden Fall mein Lieblingshotel. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Okay, das kriegen wir hin. Wir gehen hier raus. Und gehen dann hier zum Pastetenautomaten. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch, Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Ja, aber nichts. Ich kann jetzt endlich wieder zur Rezeption. Und die Frage ist aber, was können wir da überhaupt machen? Wir haben da natürlich die Tasche. Nehmen wir die auch mit? Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Herr Rezeptionist. Hallo. Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans noch nicht weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Haben wir das? Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Na endlich! Der depperte, 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 Dummdepp. Das hat ja gut geklappt. Haben wir denn jetzt einen Menüplan? Wieso haben wir keinen Menüplan? Ach, haben wir keinen Menüplan? Ich glaub's ja nicht. Also nochmal rum. Und nochmal rin. Und nochmal ran. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Natürlich wissen wir, Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, die Nieren. Ich würde gerne den Oppenbot... Also, das wäre schön, wenn der Oppenbot... Ich würde dann gerne deinen Menüplan... Ich würde dann gerne die Nieren... Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut, wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1, Kletis. 12 Uhr, Kletis, Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. So, 12 Uhr. Ich weiß nicht mal, wie spät es ist. Vielleicht, wenn wir einfach...
Hier mal so rumgehen? Das klappt nicht. Zimmertür? Hallo? Hallo? Ist da draußen jemand? Okay, das mit dem Wind klappt nicht mehr so gut. Gehen wir mal zur Reception. Wie ätzend, dass der Typ da die ganze Zeit rumsteht. Hier ist kein Essen. Und keine Uhr. Wo ist die Uhr? Wir müssen doch irgendwie noch beim Pelikan an das Ding kommen. Spülung. Ich weiß auch nicht, wo das Rohr ist. Immer noch nicht. Flutsch, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Ja, leck mich doch am Arsch. Also lieber nicht. Also nicht wörtlich nehmen, bitte. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Wow, der hat ja noch nicht mal ab... Okay, es ist immer noch nicht abgespült. Was können wir dann dagegen machen? Shampoo rinnen? Nee, gar nichts. Vielleicht mit dem Kopfkissen das Becken leer. Ach. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Naja, das war jetzt eigentlich nicht Kern meiner Aussage. Oder schneid doch klein, dann flutscht es durch. Okay, ich trage selten. Ja, okay, das funktioniert alles überhaupt nicht. Scheiße, also im wahrsten Sinne. Zur Wäscherei, das Rohr finde ich nirgends. Hier ist ein Rohr, hier sind überall Rohre. In Deponia sind immer überall Rohre. Ist hier in der Wäscherei vielleicht ein Rohr? Zu verlegen? Kleiderbügel, ach guck mal. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Kann man den nehmen? Ja. Und, so? Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Was mache ich denn mit dem Kleiderbügel? Starke Schultern kann ich mir damit machen. Die Wäschesekte. Mit denen kann ich auch nichts machen. Ansonsten gibt es hier nur die Waschmaschine unten und natürlich die Wäschesekte. Ein Kleiderbügel. Vielleicht. Aber der will ja nix, der Herr. Der feine Herr will ja nix. Er braucht keine Welt vorab. Okay. Der Pelikan ist am Saufen wie blöd. Ich weiß aber nicht, was war mit dem jetzt noch irgendwie hier? So, vielleicht? So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Oh. Das kommt davon, Dummschnabel. Oh, hallo Pelikan. Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Och, der arme Vogel, das kannst du doch nicht machen. Glitschig. So, wir haben einen... Der sieht noch ganz manierlich aus. Und der Geruch verfliegt bestimmt beim Kochen. Ja, den kochen wir gleich mal da rein. Fische sind noch nutzloser als Väter, die ihren Söhnen Aquarien schenken. Obwohl diesen ein Affe viel mehr zusagen würde. Kann ich den Fisch nicht da... Ich dachte... ab. Alter, nein. Nein! Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Nein! Der lebt doch noch! Rufus Bass! Nein! Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Rufus, was hast du getan? Der arme Fisch, der hat doch noch gelebt. Alter, das ist ein Schwerverbrecherspiel. Da ruft gleich die Peter an bei Dedelic. Na, großartig. Da hat man schon mal Schuppen... Und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Oh, ich weiß, wo wir die Schuppen. Kann ich dem Pelikan vielleicht helfen? Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Alter, erstmal einen Fisch massakriert, den Pelikan das Ding da reingestopft. Was ist denn das für ein Spiel? Ich bin empört und belustigt zugleich. So, lieber Freund, wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich aber auch nicht. Tu das! Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Na also. Wenn es so etwas wie eine Autoehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. So, können wir die Kapuze immer noch nicht benutzen? Nein? Ich lach mich jetzt schon kaputt. Gut, wir reden mal mit dem Seher. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Nun, ich bin ein Naturtalent.
Und wie kriegen wir jetzt die Kapuze zu? Das weiß ich nicht. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Ich bin mittendrin. Ich bin Malcolm. Okay, was treibst du da noch gleich? Ja... Ach, die... Keinem von uns. Mehr, ich spiel Verderber. Vielleicht doch ein Shampoo? Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Das muss doch jetzt triggern. Absurder Humor ist ja, aber ich denke... Der hat doch da Schuppen. Was soll ich denn da jetzt noch machen? Kapuze, Seher, ich will ihm noch was sagen. Ich wusste doch, dass du erst dachte ich an ein Bowl. Keine Ahnung, warum. Kapuze. Ich lach mich. Gut, das scheint erstmal so nicht zu klappen. Ich dachte, vielleicht waren wir jetzt schon einen Schritt weiter. Aber was machen wir jetzt mit dem Kuchen? Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt... Was kann ich da jetzt noch reintun? Scherben? Solche Taschen sind doch nur was für echte Pro... Hab ich schon probiert, glaube ich. Okay, vielleicht jetzt Läuse? Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider... Ja, das hatten wir ja alles schon dreimal. Diese Situation ist wichtiger und... Jetzt bin ich wieder an einem Punkt der Verzweiflung, aber es gibt ja noch das Fischmenü. Ist es jetzt schon Punkt 12 vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Es ist jetzt 4. Ich glaube, es ist 4. Auf jeden Fall ist es nicht 12 und wir kommen auch nicht an die Uhr. Scheiße. Können wir die Taschen wieder vertauschen? Bringt das überhaupt was? Jetzt haben wir wieder die Unterhosentasche. Ja, die Mutter hängt da immer noch. Wir müssen irgendwie die Uhr umstellen. Die weckt richtige Urängste bei mir. Ja, Rezeptionist. Der Oppenbot. Okay. Scheiße. Kann ich uns vielleicht selber noch ein bisschen was zu essen bestellen? Hier auf Zimmer 5. Hallo, Rezeption? Immer zu Dienst. Hallo. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Ja, diesmal ist die 5. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich hab gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Okay, wir essen also doch nicht? Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die Blöde? Da steht doch... Ah ja, 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 ja. Wann ist mein Lapskaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie damit bitte noch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. 12 Uhr, ach Mann. Verwählt. Kein Problem. Dann sitze ich jetzt eben noch hier rum und warte bis 12 Uhr. Achso, das gehört jetzt zur Grafik. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas. Gegensprechanlage, so langsam, Und die ist echt nicht fertig, verdammt. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja... Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Blaue Zunge, Husten? Ah, das hier ist Husten. Staub ist Husten. Pfeffer könnte Fieber sein, wegen scharf.
die Zahncreme, blaue Zunge? Dentosaurus Zahnpast, mögliche Nebenwirkungen. Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Das würde ich noch nicht als... Wir brauchen noch irgendwas für die blaue Zunge. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was wir da nutzen können. Drittelschrauber geht ja nicht. No animals were harmed in the production of Deponia 3. Ich erinnere mich noch genau an Rufus' Zitat. Und ja, in dieser Folge haben wir dann also einen lebendigen Fisch massakriert. Und wir haben einem Pelikan einen Kleiderbügel in den Schnabel gesteckt, um den quasi... Naja, der wird da verrecken einfach, der wird verhungern und später können wir den auch grillen. Ja, freue ich mich drauf. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. No animals, ernsthaft, weißt du?